So, nachdem so ziemlich alle technischen Probleme jetzt erstmal durchexerziert wurden, möchte ich euch nochmal zu unserem Vortrag Entwicklereinstieg in Umbraco begrüßen. Und ja, es wird ja alles aufgezeichnet, hoffentlich auch jetzt mit Ton von Lukas, bevor er dann die ganze Zeit in den Aufzeichnungen dann schweigen muss. Und ja, im Wesentlichen wird dieser Vortrag so über unsere ersten Entwicklungserfahrungen ein bisschen und ein paar Tipps zu dem Einstieg in Umbraco behandeln. Ja. Ah, sind jetzt die Knöpfe hier, nicht die anderen. Na dann, zuerst einmal zu uns. Wer sind wir? Wir haben hier erstmal Eike, bin studierter Bioinformatiker, was so ein bisschen leicht eine andere Richtung ist als Web Development, und bin da so ein bisschen quer reingeschlittert, nachdem ich jetzt erstmal ein bisschen breitere Erfahrungen sammeln wollte hier. Und habe jetzt aber auch schon während des Studiums mit .NET Erfahrungen gesammelt entsprechend, war deswegen kein komplett kalter Wassersprung, sage ich mal, gewesen. Und hatte auch dann privat schon Erfahrungen mit den absoluten Basics im Bereich der Web Developments gemacht, aber das war noch Grundlagen HTML, CSS, Java war da noch nicht so viel geskriptet worden. Und ich bin jetzt seit einem Jahr etwa, April 2016, bei Byte 5 und habe da dann das erste Mal mit einem CMS tatsächlich gearbeitet und entwickelt dafür. Und ja, wollte jetzt so ein bisschen die Erfahrungen aus den ersten Zeit davon hauptsächlich mal rekapitulieren. Dann haben wir hier noch Lukas. Ja, mein Name ist Lukas Schumacher. Ich bin 22 Jahre alt und arbeite jetzt seit August 2016 bei Byte 5 als .NET Webentwickler auch. Ja, also ich hatte von Umbraco auch jetzt noch nichts gehört gehabt. Ich hatte auch grobe Kenntnisse durch meine Ausbildung zum statisch geprüften Wirtschaftsinformatiker von Webdesign und Webentwicklung. Das war aber auch nur ganz grob. Die meisten Sachen habe ich dann halt jetzt hier natürlich erst gelernt. Und also Wirtschaftsinformatik ist genauso weit weg von Webentwicklung wie Bioinformatik. Von daher war ich da auch so ein bisschen Quereinsteiger. Und ja, also ursprünglich komme ich aus dem Saarland. Ich bin, der Pfälzer lacht natürlich. Also ursprünglich komme ich aus dem Saarland und bin jetzt für die Arbeit hier nach Frankfurt gezogen. So, ja, aber kommen wir mal zu Eike. So viel zu uns. Es ist natürlich die Frage, wen wir hier anwesend haben und wie da schon die Erfahrungen vorhanden sind. Wer von euch ist in der Webentwicklung schon aktiv über einen nennenswerten Zeitraum, dass er sagen kann, okay, ich habe da schon mal was gemacht, professionell? So ziemlich jeder, was auch zu erwarten ist. Mit Umbraco, wer hat da schon Erfahrungen konkret gesammelt? Ah, das ist dann schon ein Querschnitt, der ein bisschen gespaltener ist. Da werden wir dann definitiv dann auch ein paar Basics hier haben, die relativ am Anfang stehen und vielleicht auch nützen werden. Gut, dann schauen wir mal weiter. Lukas, erzähl uns erstmal ein bisschen was über Umbraco. Was ist das überhaupt? Bevor wir natürlich mit unseren Erfahrungen weitermachen können, müssen wir die Frage klären, was ist eigentlich Umbraco? Ich denke mal, die meisten werden so eine eigene Definition schon im Kopf haben, aber da eine offizielle Definition zu finden, ist relativ schwierig. Also hier mal meine Definition vielleicht. Ich weiche hier ein bisschen von Ihrer ab. Also Umbraco ist ein kostenloses Open-Source Content-Management-System und Framework, um .NET Web-Projekte zu entwickeln und zu verwalten. Also zu Deutsch, es hilft uns halt, Webseiten zu schreiben und deren Inhalt zu pflegen. Für Entwickler ist Umbraco mehr Framework als jetzt CMS, während die Kunden ein reines CMS serviert bekommen. Diese Trennung kriegen wir im Backend ohne Probleme hin durch die Verwaltung von Benutzerrechten, sodass der Kunde vom Framework-Teil eigentlich gar nichts mitkriegt, sondern er hat ein reines CMS, eine reine, clean, auf ihn zugeschnittene Arbeitsumgebung. Out of the box lassen sich mit Umbraco nur kleinere, weniger komplizierte Projekte umsetzen. Das liegt daran, dass Umbraco einen sehr schlanken Kern hat mit den Basic-Funktionen, die benötigt werden. Das werden, wie wir heute Morgen auch erfahren haben, es werden immer mehr und werden immer ausgefeilter. Allerdings, wenn es jetzt ein bisschen spezialisierter und ein bisschen umfangreicher werden soll, dann muss man durch Packages oder selbstgeschriebenen Code Umbraco erweitern. Aber das Gute ist, es ist so gut wie beliebig erweiterbar und veränderbar. Man kann so gut wie alles dran verändern, dadurch, dass es ja auch Open Source ist.
Um jetzt mal Sören zu zitieren, Umbraco schreit nach Erweiterung. Und das kann für gerade für Einsteiger eine Hürde sein, weil man halt viel am Anfang erstmal selber machen muss, um doch ein recht komplexes Projekt dann mal auf die Beine zu stellen. Aber das ist alles andere als was Schlechtes. Denn das sorgt auch wieder dafür, dass es für den Kunden cleaner ist, wenig Features, die er gar nicht braucht und die für ihn nur die Oberfläche zugleistern und zumüllen. Jetzt durch diese beliebige Erweiterbarkeit entsteht aber auch eine enorme Flexibilität. Man kann durch selbstgeschriebene Schnittstellen kann man Umbraco an jegliche Drittsysteme andocken, was doch sehr, sehr nützlich ist, und deshalb kann man es so gut wie überall einsetzen. Und für die, die es noch nicht wissen sollten, Umbraco kommt aus dem Dänischen, ist abgeleitet von Umbraco, und das ist sowas hier, ein Imbusschlüssel. Wie der Name jetzt genau zustande gekommen ist, kann ich nicht sagen, aber ist ein schöner Funfact nebenbei. So. Aber wie bin ich jetzt mit Umbraco in Kontakt gekommen? Das erste Mal, wie gesagt, durch Byte 5. Ich hätte Umbraco auf die Art am Anfang nicht beschreiben können, wie ich es jetzt gemacht hatte. Framework, CMS und dass es immer mehr im Trend ist, das sind so Sachen, die kann man noch schnell rauslesen. Aber das war es dann eigentlich schon, mehr wusste ich nicht. Vielleicht noch, dass die Community sehr viel Wert auf diese Gemeinsamkeit legt. Aber da das jetzt auch mein erstes Festival ist, muss ich das jetzt auch erstmal selber erleben, bevor ich darüber urteilen kann. Aber sieht bis jetzt gut aus. Aber zurück zum Thema. Also an meinem ersten Arbeitstag wusste ich so gut wie fast gar nichts. Also habe ich erstmal von Sören die Workbooks bekommen und hatte halt das Internet als Arbeitsmaterial. Das ist jetzt nicht ganz so optimal, da die Workbooks sind nicht dafür geeignet, um sie alleine durchzuarbeiten. Man sollte es doch lieber mit dem Trainer machen. Das Problem ist, es wird nicht alles erklärt. Man muss einiges schließen oder dann im Internet halt nachlesen, wenn man mal was nicht versteht, weil manchmal doch recht große Sprünge dann gemacht werden. Außerdem gibt es in den Workbooks oft auch kleine Fehler, und ein Trainer sieht die Fehler direkt, aber ein Einsteiger, für den sind das doch dann größere Hürden. Ja, Gott sei Dank habe ich in Byte 5 einige Kollegen gehabt, die mir da dann einfach weiterhelfen konnten, wenn ich mal wirklich an einem Fehler verzweifelt bin. Ja, jetzt hatte ich einen groben Eindruck, wie Umbraco funktioniert, so das Grundgerüst, nachdem ich alles durchgearbeitet hatte, aber das war jetzt viel auf einmal. Dadurch, ich hatte die komplette Doku gelesen und alle Workbooks durchgearbeitet, und ich konnte gar nicht alles verstehen, da ich noch kein gefestigtes Grundwissen hatte über Umbraco selbst. Und deshalb war ich mir noch recht unsicher, aber ich bin kein Typ, der durch Lesen auch viel lernt. Ich muss es aktiv anwenden, damit das wirklich sitzen bleibt. Und diese produktive Arbeit kam jetzt dann schnell im Anschluss. Sören hat mir dann die nächsten Aufgaben gegeben. So viel zu meinem Erstkontakt. Ja, bei mir war das Grunderlebnis wesentlich ähnlich gewesen. Ich hatte auch mit den Workbooks zuerst mal mich durch die Einführungszeit durchgearbeitet und da erstmal die Grundlagen wie selbstständige Arbeit. Mein Erlebnis war ein bisschen positiver, glaube ich, in der Hinsicht, dass ich zwar auch die gleichen Macken und Kanten hatte, an denen Lukas sich so ein bisschen angeeckt hat, ich allerdings irgendwie ein bisschen mehr mit dieser selbstständigen Arbeit zurechtkam und dieses Vertiefen mit den kleinen Fehlern, die man vielleicht findet, dann sehr nützlich war, um dann einfach dann auch dann schon gleich mal zu sehen, dass man alles auch richtig verstanden hat, beziehungsweise entsprechend die Sachen, die man dann korrigiert hat, entsprechend dann sieht, wo es dann hakt. Das ist dann schon ein bisschen besseres Erfolgserlebnis als Sachen, wo man einfach nur den Code abtippt auf der einen Seite und alles läuft sofort und man hat es dann nach einem Tag wieder eigentlich vergessen, weil man eigentlich gar nicht sich aktiv wirklich damit was beschäftigt hat nach dem fünften oder sechsten Beispiel, das man dann abgetippt hat. Da ist es dann doch ganz praktisch, wenn man auch noch mal so ein paar Stolpersteine hat, in denen man dann entsprechend dann wachsen kann. Das hatte den Vorteil. Aber Trainings sind dann definitiv auch eine vorteilhafte Sache, weil man natürlich dann auch meistens jemanden gleich zur Hand hat, der den Stolperstein einem notfalls auch mal ein bisschen besser erklären kann, wenn man dann ihn selber nicht so schnell erhebt. Dann wollte ich mal einen kurzen Blick ins Umbraco Backend erstmal gerade kurz reinwerfen. Habe ich jetzt gerade die neueste 7.6er Version entsprechend mal genommen als Beispiel, die jetzt auch bald eher die aktuellen Entwicklungen darstellen wird. Und naja, nachdem man erstmal mit einem freundlichen Login-Screen begrüßt wird
landet man dann hier im Backend, das in verschiedene Sektionen aufgeteilt ist, die sich mit verschiedenen Aspekten des CMS befassen. Der Content-Bereich, hauptsächlich natürlich von den Editoren, die den Content pflegen, aufgesucht, hat dann entsprechend hier eine Baumstruktur, wo man die einzelnen Content-Items dann unterbringt und ordnen und sortieren kann. Man kann auch mehrere Wurzeln zum Beispiel haben, wenn man mehrere Sites unter einer Umbraco-Instanz laufen lässt oder zum Beispiel mehrere Sprachen mit eigenem Root-Knoten zum Beispiel pflegen möchte. Und ja, dann gibt es den Media-Bereich, in dem werden im Wesentlichen die Grafiken, Videos, Downloads verwaltet, sodass man die auch entsprechend dann von den Content-Pflegern leicht im Überblick behalten kann. Und danach gibt es dann noch den Bereich mit den Settings. Hier ist dann mehr der Bereich drin, wo es darum geht, wie die Sachen, die im Content-Bereich liegen, dann auf die eigentliche Seite im Frontend kommen zum Beispiel. Da haben wir dann entsprechend zum Beispiel Document-Types, die eine Kollektion von verschiedenen Eigenschaften darstellen, wie zum Beispiel Feldern für Namen, Daten, andere Sachen, die dann quasi zum Beispiel eine Seite repräsentieren können und wie diese aufgebaut ist, was da drin vorkommen wird mit einem bestimmten Seitentyp. Templates, die entsprechend dann die Views darstellen, wie das Ganze dann ins Frontend gerendert werden soll und welche Daten wo verwendet werden, in welcher Weise. Partial Views, Style Sheets, die entsprechend natürlich den Stil angeben, Skripte und weitere Dateien, die das Grundgerüst quasi zur Portierung ins Frontend darstellen. Dann haben wir als nächstes noch den Developer-Bereich. Hier sind dann zum Beispiel Packages zu finden, wo man Umbraco mit erweitert. Data Types sind dann so quasi die absoluten Basics, wo dann sowas entsprechend wie Daten verschiedener Art, Texte, formatierte Texte oder komplexere Objekte drin verwaltet werden, die dann in Document Types eingepflegt werden. Relationen, Makros und verschiedene andere Sachen, die mehr unter der Haube sind, wo sich dann entsprechend die Leute, die mit dem Content arbeiten, natürlich nicht mit beschäftigen müssen, sodass dann der User-Bereich die User verwaltet und angibt, welche Rechte wer für welchen Bereich hat, wer wo lesen kann, schreiben und überhaupt Zugriff hat. Und das wird dann hier gemacht, das ist für die Backend-User. Und das Gegenstück gibt es dann auch nochmal unten drunter, das ist der Member-Bereich. Für die Frontend-User, falls es da eine Zulassungskontrolle oder Beschränkung der Seite gibt, ist hier die Anmeldung und die Benutzergruppen entsprechend auch dann alles in der Verwaltung drin. Das sind so die wesentlichen Sektionen. Unten ist noch so ein Bereich Umbraco Forms, den gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Das ist noch so ein spezielles Plugin, das standardmäßig theoretisch leicht aktiviert werden kann. Und soweit ich aber noch weiß, noch immer kostenpflichtig ist, wenn man es dann dauerhaft benutzen möchte. So, Lukas, dann zu deinen ersten Erfahrungen in der Produktivität. Genau, wie eben schon erwähnt, wurde es jetzt Zeit für mich dann wirklich mal produktiv zu werden. Und ich habe ja von Sören die ersten Aufgaben gekriegt. Diese waren dann Teil von einem Buchungsportal für einen Fachverlag. Und es ging darum, dass man verschiedene Tagungen über dieses Portal buchen kann. Man kann sich anmelden, die Tagungen einsehen, gewisse Informationen dazu. Also es war eine recht kleine Seite, aber für den Anfang war es auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Hürde für mich. Weil als erstes Projekt ist es, bringt es natürlich viele Fehlerquellen mit. An denen ich mich dann messen musste. Gott sei Dank konnten mir Eike und Dennis konnten mir dabei helfen. Mit denen habe ich dann im Raum gesessen und die haben dann immer mal wieder drüber geschaut. Wenn ich mal bei einem Problem überhaupt nichts weiterkam, waren sie die Ansprechpartner dann für mich. So. An die meisten Sachen musste ich mich aber selber messen und selber Lösungen finden. Und wenn mal so eine Lösung für mich nicht ganz so optimal erschien, was dann auch recht häufig der Fall war am Anfang, bin ich dann zu Sören gegangen, der auch dann aus dem Saarland kommt und hab dann auf gut Saarländisch gefragt, Sören, ich habe da mal was geknaubt, kannst du mal bitte Donnerlur? Was so viel heißt wie, Sören, kannst du dir das mal bitte angucken, ich hab da mal was, frei übersetzt, gebastelt. An dem Satz hat Sören dann auch meinen Fortschritt gemessen, weil je seltener er vorkam, desto besser wurde ich dann mit der Zeit. Später habe ich den Satz dann getauscht durch Sören, ich war mal wieder kreativ, das klang dann doch besser und ein bisschen professioneller. Aber ich muss da auch kreativ sein, weil ich die ganzen Best Practices noch nicht kannte und
Ja, das lernt man ja erst so. Es gibt viele Funktionen in Umbraco, die werden heute gar nicht mehr angewendet, aber man findet sie in der Doku zum Beispiel noch und die sind halt noch in Umbraco drin aus Kompatibilitätsgründen, aber man sollte sie nicht mehr verwenden. Und genau diese Sachen habe ich halt verwendet und das birgt dann später raus Probleme, wo man dann wieder drüber arbeiten muss und das Ganze dann nochmal umstellen muss. Das war eine Heidenarbeit, aber man wächst dran. Ja, zusammenfassend kann ich zu diesem ersten Projekt sagen, dass es mein Grundwissen von Umbraco gefestigt hat. Also ich wusste jetzt, wie die Sachen funktionieren, konnte sie alle mal anwenden. Allerdings nur teilweise, weil ich hatte vorher ja viel zu viel gelesen. Die ganzen Sachen, die für mein Niveau noch viel zu hoch waren, die ich gar nicht verstehen konnte. Wenn ich das nochmal machen müsste, das einarbeiten, würde ich doch hingehen und erstmal kleinere Aufgaben umsetzen, bevor ich dann zum nächsten Workbook gehe oder zum nächsten Teil der Doku. So war jetzt eine Empfehlung von mir. Nach Abschluss von diesem Projekt dann habe ich immer wieder kleinere Aufgaben gekriegt, mal ein Dashboard, mal sind es nur kleine Änderungen an den bisher bestehenden Modulen, die wir gebaut haben. Und gecoacht durch meine Kollegen Dennis und Eike konnte ich dann lernen, strukturierter zu arbeiten. Wir haben in der Phase haben wir vermehrt nochmal auf Code-Reviews geachtet, wo dann jeder Code, der geschrieben wurde, dann auch kontrolliert wurde, gerade auf diese Fehler, dass keine alten Best Practices angewendet wurden, sondern auf das Neue geachtet wird, was ich ja dadurch erst lernen konnte. Ja, das waren soweit meine ersten Arbeitserfahrungen. Ich dachte, du machst schon mal weiter. So. Ja, dann mal meine Perspektive auf den Einstieg war glücklicherweise ein relativ sanfter gewesen. Es ging darum, eine Seite für einen Großkunden zu gestalten, wo Module unter anderem für einen im Grid angeordneten Content erstellt werden sollten, hauptsächlich die dann auf Daten des Shops des Kunden zugreifen und andere Sachen aus der Datenbank. Und da konnte man dann mit den kleinen, einfachen Sachen, wie zum Beispiel Rich-Text-Editoren, wo einfach nur ein bisschen Formatierungen noch abgewandelt werden mussten, dann sich langsam dann steigern, bis man dann tatsächlich in die größeren Sachen reinkommt über ein paar Slider-Module, die sich da dynamisch Produkte holen, bis dann später dann zu größeren Sachen, wo dann entsprechend tatsächlich ganze Produktsuchlisten, die dynamisch dann noch neue Sachen nachladen, entsprechend dann gestaltet werden sollten, sodass man dann mehr und mehr dann Interaktivitätsskripts dann verwalten musste und nicht gleich so ein großes Portal vorgesetzt bekommt, wo man dann doch vielleicht mal auch in die Überforderung kommt. Natürlich musste ich auch dann gerne mal immer zu Kollegen mal, wenn da irgendwo doch eine offene Frage ist und was nicht so lief, wie man sich so gedacht hatte. Umbraco hat da so ein bisschen Eigenschaften und es gibt da zwar auch gute Hilfen, die man in Foren finden kann, wenn man mal schaut, was die andere Leute für Lösungen haben. Da sollte man aber tunlichst immer auf die Daten achten, dass man nicht irgendwie von Version 4 oder 5 dann vielleicht dann noch irgendwelche Tipps dann hat, die dann nicht mehr so ganz aktuell sind und dann vielleicht gar nicht mehr so funktionieren, wie man sich das vorhat oder halt einfach nur nicht mehr auf effektive oder sinnvolle Weise das Problem behandeln. Dementsprechend war es eine Zeit von viel Trial and Error mit einer relativ hohen Selbstständigkeit. Aber ich glaube, man muss auch seine eigenen Fehler erstmal ein bisschen machen können, damit man dann entsprechend sehen kann, wo da hier die besseren Wege sind. Und da haben natürlich auch dann die später von uns eingeführten Code-Reviews dann sicher beigetragen, dass das dann den neuen Leuten dann auch ein bisschen einfacher fällt, dann in die richtigen Sachen reinzukommen und Code zu schreiben, den die anderen auch auf Anhieb dann in Ziffern verstehen und weiter warten können, sodass man nicht dann erst nochmal wieder nachschauen muss, was hier dumm gelaufen ist. Ja. Besonders so am Anfang ist vielleicht ein bisschen schwer, dass man sich erstmal mit der ganzen Umbraco-Lingo ein bisschen auseinandersetzen muss. Was ist ein Document-Type? Was ist da jetzt genau hinten dran gemeint? Was macht ein Grid-Editor? Vor allem hatte ich da ein bisschen so die Schwierigkeiten erstmal gehabt zu sehen, wie der dann sich in der Praxis verhält, wenn man anfängt, dann die Fensterskalierung zu machen, welche Reihen jetzt worüber rutschen und wie das Ganze sich dann auswirkt und dann tatsächlich zu bändigen ist, was unter anderem auch nicht ganz einfach ist. Bis jetzt ist zum Beispiel den Editoren relativ viel Freiheiten zu lassen, diese Grid-Module anzupassen.
aber dann nicht gleich dann den gesamten Laden umzustellen, wie sie es dann haben wollten. Da ist Umbraco zur Zeit noch ein bisschen limitiert, was es angeht. Da muss man dann entweder entscheiden, dass man viel Verantwortung den Content-Leuten dann darüber gibt, wie viel sie gestalten wollen, oder ein so rigides Korsett ihnen anlegen, dass es sich schon fast gar nicht mehr lohnt, diese Editoren zu verwenden. Also ist zurzeit noch eine prekäre Balance aus meiner Sicht. Und da erstmal sich ein bisschen mit zu beschäftigen, war am Anfang so ein bisschen das, wo ich so hier und da meine Punkte hatte, wo ich erstmal sehen musste, wie sind da die Aufbauten und die Eckpunkte. Tja, wenn es mal nicht so läuft, was tut man typischerweise? Der beste und erste Tipp, der leider nicht jedem immer zur Verfügung steht, sind die lieben Kollegen, die einem meistens mit viel Erfahrung helfen können, wenn sie hat, und typischerweise auch freundlich gelaunt sind, wie man es hier auf den Bildern sieht. Und wie gesagt, ist auf jeden Fall immer das, was mir am meisten geholfen hat und am schnellsten. Aber da kann natürlich nicht jeder immer drauf zugreifen, weil als Freelancer insbesondere sollte man dann gucken. Es gibt erstmal natürlich die Dokumentation, die hier und da noch manchmal aktualisierungsbedürftig ist. Ein bisschen der aktuellen Entwicklung und den neuen Features und den neuen Practices hinterherhinkt, aber immer noch ein guter Startpunkt ist, wenn man erstmal die Grundlagen vor allem nochmal rekapitulieren will. Richtige, direkte Hilfe auf bestimmte Themen findet man sehr gut in den Foren bei Our Umbraco. Dort hat man dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man als erfahrener Entwickler unterwegs ist und anderen Leuten helfen will, dann zum Beispiel auch Filter zu machen nach Getting Started und gucken, wo noch vielleicht keine Antworten auf die Topics gegeben wurden, sodass man schnell dann rausfinden kann, wo vielleicht jemand, der gerade eine Frage gestellt hatte, nochmal akut Hilfe braucht, wo sich noch keiner aktiv drum gekümmert hat. Also da kann man auch gerne seine eigenen Probleme, wenn man nichts in der Suche findet und schon irgendwie direkt passende Antworten hat, vortragen, und es wird dann versucht, möglichst schnell einem dann auch da zu helfen unter der Community. Weiterhin gibt es da noch Umbraco TV, was dann eher so ein einsteigerfreundlicher Bereich ist, so à la den Workbooks in dem Bereich, dass man mehr sich das passiv erstmal vielleicht anschaut und einen Workflow hat für die Leute, die das Ganze erstmal so kurz grob sich durchschauen will. Die absoluten Basissachen sind hier kostenlos erhältlich. Für die tiefergehenden Videos ist es dann so, dass man da eine Subscription braucht, die dann so im Bereich vielleicht $20 im Monat kostet, wo man wahrscheinlich sich einen Monat dann einfach mal dann in Ruhe mit beschäftigen kann und dann schon mal eine andere Methode hat, wie man in den Einstieg geht, wenn man vielleicht nicht dann mit den Workbooks sich selbstständig zum Beispiel als erstes beschäftigen will, sondern vielleicht schon mal erstmal vorgesetzt haben möchte. Ja, die Umbraco Community insbesondere ist ja generell schon mal etwas sehr Besonderes, wie ich auch im letzten CodeGarden unter anderem feststellen konnte. Da haben wir jetzt auch so ein klassisches Bild hier von dem CMS, wo ich sogar mich noch sehen kann in der Ecke. Und ja, es gibt natürlich auch viele Sessions, so ähnlich wie hier, nur in einem ganz anderen Maßstab natürlich von der Größe her. Und die Leute sind halt super freundlich. Es wird auch zwischen den Sessions ständig vernetzt und geredet. Das ist ja auch hier so mir schon ein bisschen aufgefallen, dass ja auch natürlich die Grüppchen sich dann sofort wieder bilden und dann gleich über die neuesten Ideen oder Fragen und Probleme mal ausgetauscht wird. Und das ist eine Sache, die mich sehr positiv überrascht hat, als ich dann das erste Mal vor einem Dreivierteljahr etwa dann in Dänemark war. Und ja, natürlich gibt es auch noch eine mittlerweile berühmt oder berüchtigte Veranstaltung des Umbraco Dinners dann bei CodeGarden, wo dann auch dann die Community dann so ein bisschen von der privateren Seite und der ausgelasseneren sich dann um Nils herum schart und entsprechend dann zelebriert, was nach der Arbeit dann entsprechend so gefeiert werden kann. Ja, dann haben wir noch zum Beispiel noch ein Hackathon ausgerichtet hier bei Byte 5, wo wir versucht haben, ein bisschen an den kleinen Macken und Ecken von Umbraco herumzufallen. Da haben wir mal uns damit beschäftigt, wie eigentlich die Entwicklung tatsächlich in dem Umbraco-Projekt selber gemacht werden kann, wie man Beiträge entsprechend machen kann, wo die Issues getrackt werden, und entsprechend haben sich dann die Leute verschiedene von den kleineren Issues erstmal rausgepickt, die wir an dem langen Abend dann entsprechend uns mal angeschaut haben und den einen oder anderen Pull-Request, glaube ich, auch rausgeschickt hatten zu dem einen oder anderen behobenen. Das Problem, an dem ich saß, ist, glaube ich, mittlerweile leider immer noch nicht gelöst. Das hat sich dann als etwas
UI-mäßiges als erstes gedacht rauszustellen, war dann aber dann irgendwo ein Punkt, wo dann die Daten gar nicht erst ans UI gegeben sind, wie wir nach 2-3 Stunden dann gemerkt hatten und dementsprechend wir dann gesagt hatten, okay, das wird heute, glaube ich, nichts mehr dann, wenn wir es damit nicht ansetzen können. Und ja, da habe ich dann jetzt hier und da nochmal verfolgt gehabt und ja, bin mal gespannt, ob das dann irgendwann mal sich auch als gelöst entpuppen wird oder ob man da selber nochmal beim nächsten Hacker von sich vielleicht nochmal dran setzt mit den neuen Kenntnissen, die man hat. Es war auf jeden Fall auch ein sehr schönes Erlebnis gewesen und man konnte Umbraco mal direkt unter die Haube schauen und hat nicht nur dann auf der Entwicklungsseite, die auch darauf aufsetzt, entsprechend das System kennengelernt. Tja, dann Umbraco Trainings haben wir ja auch im Haus mehrfach abgehalten. Ist natürlich, wenn man schon mit Umbraco vorher gearbeitet hat, ein Punkt, wo man dann meistens dann eher dann zur Verfestigung nutzt und zur Vertiefung. Und aber auch manchmal dann halt dann merkt, dass man bei einigen Sachen, die aktualisiert wurden, dann vielleicht auch noch nicht auf dem neuesten Stand war. Und da ist es natürlich auch sehr hilfreich, dann entsprechend die aktuellen Methoden für bestimmte Themen vorzugehen. Manchmal wird da auch dann direkt im Workbook darauf eingegangen, wie das vielleicht vorher noch gelöst wurde und dass mittlerweile bessere Wege zur Verfügung stehen. Das Schöne ist natürlich, da einen Trainer zur Verfügung zu haben, der einem entsprechend dann nochmal dann irgendwo Tipps gibt. Und das Einzige, was mir vielleicht dann ein bisschen bei der selbstständigen Bearbeitung besser gefallen hat, ist, dass man natürlich das Tempo selber direkt in die Hand nehmen kann und nicht so versucht, auf einen groben Takt zu kommen, sodass man dann sagen kann, okay, das Thema habe ich jetzt noch nicht so hundertprozentig geblickt, da kann man nochmal gerade 2 Seiten zurückblättern, nochmal kurz sich das nochmal aktiv erarbeiten. Hier kann man natürlich dann den Trainer nachfragen, aber es ist natürlich dann nicht immer jedermanns Sache, die eine oder andere Vorgehensweise zu haben. Beides zu machen ist natürlich am besten, aber die Zeit muss man sich natürlich dann auch nehmen können. Ja, Lukas, erzähl du uns noch mal von deiner Community-Erfahrung noch. Genau, also, ups. Also da ich ja frisch dabei war, als der Hackathon war, da war ich etwa einen Monat im Betrieb und dann sollte ich direkt schon Issues aus dem Umbraco selber fixen, dass ich hätte es noch nicht mal definieren können, was Umbraco eigentlich ist und ja, das war gar nicht so einfach. Von daher habe ich mich einfach dazugesetzt und habe dann mit Tobias versucht, was zu fixen und ja, habe einfach nur aufgepasst und gehofft, was dabei zu lernen. Aber wir sind an dem Tag leider nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ja, also wie gesagt, das hier ist ja auch meine erste Veranstaltung. Und dieses Jahr kommt dann für mich auch noch der Code Garden. Das haben wir jetzt hier so eingeführt bei Five, dass alle, die die Probezeit überstanden haben, dann auf den ersten Code Garden danach gehen dürfen. Und um die Community einfach mal kennenzulernen und zwar im vollen Ausmaß. Und ich habe ja einige Geschichten da jetzt schon davon gehört und freue mich auf jeden Fall, das Ganze mal mitzuerleben und hoffentlich auch so, wie die Geschichten es erzählt haben. Ja, das war's von meiner Community-Erfahrung. So viel ist es leider noch nicht. Wie sieht's denn heute aus? Also was machen wir heute? Ich bin in das Back-Team reingerutscht. Das ist nach dem Kunden benannt, mit Eike und Dennis. Ja, und da habe ich dann auch mein zweites Großprojekt dann gekriegt. Da ging es darum, eine Bestellhistorie für einen Großkunden von diesem Fachverlag zu erstellen. Das ist dann einfach eine Seite, wo er ja, seine Bestellungen managen kann. Die haben mehrere verschiedene Einkäufer und wollen dann aber auf einer Übersicht alles zusammen haben. Und ich konnte, bis es da losging, konnte ich mein Grundwissen schon mal festigen. Und von daher war Umbraco selber jetzt hier gar nicht mal das Problem beim zweiten Projekt, sondern was mich hier aufgehalten hat, war Angular. Mit Angular wird man, wenn man mit Umbraco arbeitet, relativ viel zu tun haben. Und bis man mal merkt, dass das, was man bei zum Beispiel Stack Overflow gefunden hat, gar nicht funktioniert, weil es in einer höheren Angular-Version vorkommt, da kann man sich schon mal die Zähne dran ausbeißen. Oder gerade wenn es um Schnittstellen geht, man hat ein jQuery-Plugin drin und will das jetzt aber mit einer Angular-Tabelle machen. Da ging es um einen Excel-Export. Jetzt habe ich eine Angular-Tabelle. Und das jQuery exportiert nur das, was man sieht, aber nicht das in der Pagination. So, und bis das dann gelöst war, da habe ich mir auch die Zähne dran ausgebissen. Und, aber dieses Projekt hat dann mein Umbraco-Wissen auf den heutigen Stand gebracht. Und ja, heute mache ich leider relativ wenig noch mit Umbraco, da in diesem Backteam eine andere Ausrichtung herrscht. Umbraco ist da nur ein Teil von.
Und wenn da mal wieder kleinere Fixes reinkommen oder kleinere Features vom Kunden gewünscht sind, dann melde ich mich immer wieder freiwillig. Ich arbeite relativ gerne mit Umbraco und heute arbeiten wir ganz anders, aber da hat Eige mehr Erfahrung. Er war ja vor mir in diesem Team und da kann er, denke ich, auch mehr dazu erzählen. Ja, also meine Erfahrung jetzt in dem neuen Team liegen hauptsächlich in dem Bereich, dass wir eine Umstellung von der Seite, die mehr und mehr Umbraco einschließt und mehr Bereiche der Seite entsprechend mit Umbraco abdeckt, vornehmen. Da sind dann unter anderem halt Bereichsseiten zum Beispiel im Shop, wo bestimmte Themen behandelt und vorgestellt werden, die halt dann mit Umbraco zum Beispiel gestylt werden, die allerdings noch im alten Shop entsprechend derzeit in dieser Übergangsphase erst einmal erzeugt werden und dann Umbraco aber anfragen zum Beispiel, um die Inhalte der Unterseiten entsprechend zu generieren. Und da ist es natürlich dann auch eine Herausforderung gewesen, entsprechend die APIs entsprechend zu entwickeln, die dafür benötigt sind, die beiden Kommunikationswege dann zu haben, dass Umbraco die Seitenanfragen behandelt und entsprechend die Daten aus der Datenbank sich wiederum zieht vom Kunden und die Interaktion dahin zu kriegen und die Seiten miteinander zu verknüpfen, dass die richtige Seite die richtigen Daten erhält, war schon eine interessante Herausforderung gewesen. Ansonsten ist dann auch bei der Integration in das System ist manchmal ein bisschen tückisch gewesen, dass die Updates in einem einen System zu einem anderen Schedule-Plan zu einem anderen kommen und das immer zu verknüpfen, dann wann unser Rollout mit neuen Features kommt und wann entsprechend dann beim Kunden dann die entsprechenden APIs zur Verfügung gestellt werden können, immer so ein Akt der Balance sind, wo man dann sehr viel im Projekt aufpassen muss, dass das dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort alles verfügbar ist und ineinander greifen kann. Da hat man auch schon einiges darüber gelernt, dass man da entsprechend auf der Projektmanagement-Seite entsprechend mit den Leuten sich richtig koordiniert und die Abstimmung zwischen dem einen und dem anderen System gut erfolgen kann. Ja, ansonsten haben wir noch relativ viel Entwicklung gemacht mit kundenfreundlichen Methoden, die Sachen, die im Shop vorgehen, zu visualisieren, die auf unserer Content-Plattform basieren, zum Beispiel Dashboards und Exportfunktionen dafür, um entsprechend die Daten den Kunden leicht zur Verfügung zu stellen. Wenn zum Beispiel auf einer Seite für ein Gewinnspiel Leute entsprechend sich anmelden, dass das dann übersichtlich ist, wer da mittlerweile alles ungefähr teilnimmt von der Zahl und leicht auf die Daten Zugriff haben, dass man das dann auswerten kann. Die weiteren Entwicklungen in dem Shop, die wir betreiben, sind dann noch über Umbraco sehr weit teilweise hinausgehen, dass wir dann einfach dann noch den auf eigenem Code basierenden Shop dann und die weiteren Portale, die existieren, warten, pflegen und erweitern. Deswegen ist unser Umbraco-Teil mittlerweile ein kleinerer Aspekt geworden in den letzten Monaten, aber wir sind natürlich immer noch die Hauptansprechpartner, wenn es darum geht, dass Umbraco relierte Funktionen erweitert, vorhandenen gepflegt und gegebenenfalls auch, falls mal irgendwo durch ein Update oder etwas anderes was passiert, dann auch schnell die Fehler gefunden werden. Und ja, das ist so zurzeit die Haupttätigkeit, was wir in Bezug auf Umbraco und Entwicklung derzeit machen. So, jetzt zum Schluss des Vortrags haben wir jetzt nochmal so ein paar allgemeine Web-Tipps für Umbraco-Einsteiger zusammengetragen. Seiten, wo wir denken, dass für Einsteiger durchaus relevante Informationen vorhanden sind oder einfach nur interessante Artikel aus der Community zu Umbraco-relierten Themen. Da habe ich dann als erstes dann mal die Twitter-Streams von den verschiedenen Umbraco-Community-Mitgliedern entsprechend hervorgehoben. Da ist einfach so viel am Vorgehen, wo man dann sehen kann, was gerade an aktuellen Entwicklungen sind, entweder von offizieller Seite oder einfach nur von Mitgliedern der Community, die gerade wieder neue Postings drin haben über Sachen, die an Packages erschienen sind oder entsprechend an neuen Kniffen und Tipps oder auch an sicherheitsrelevanten Themen vorhanden sind. Also da kann es sich auf jeden Fall lohnen, einigen der aktiven Mitglieder zu folgen und auf dem neuesten Stand zu bleiben, was die Entwicklung in der Community und von Umbraco selbst angeht. Dann als zweites auf meiner Liste habe ich da noch 24 Days in Umbraco. Das ist quasi so eine Art Umbraco-Adventskalender mit Artikeln, könnte man fast sagen. Das seit 2012 erscheint, rausgesucht. Da sind dann entsprechend jedes Jahr jetzt seit 2012 24 Artikel, die zum Jahresende im Dezember Tag für Tag veröffentlicht werden und teilweise wirklich so auch Tutorial- oder Vertiefungscharakter haben und dementsprechend eine sehr schöne Ressource sind, um einfach mal einen Blick in verschiedene Sachen zu werfen. Also schon eine kleine Schatzkiste von kleinen Artikeln. Und zuletzt habe ich dann hier noch Scrift.io.
entsprechend ein monatliches Magazin mit wenigen, aber relevanten Artikeln zu Umbraco, das von der Community betrieben wird und online kostenlos eingesehen werden kann. Und ja, auf jeden Fall auch sehr lesenswerte Artikel. Und die Leute, die ich da persönlich getroffen habe, auch bei CodeGarden, die das Ganze betreiben, sind auch super sympathisch und offen für neue Vorschläge und User-Submissions und dergleichen. Ja, Lukas, du hast auch noch drei Sachen rausgesucht. Genau, und zwar bei mir fängt es an mit der Umbraco User Group Deutschland. Das ist jetzt mal, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Die Seite wird unter anderem auch von Byte5 gepflegt. Da findet man auch interessante News, wie zum Beispiel auch zum heutigen Festival hätte man da einiges können nachlesen. Ja, denke ich, ist man eine ganz schöne Adresse, um da mal um ein paar News zu sehen. Ja. Da mich Angular sehr in zur Weißglut getrieben hat, wollte ich diese Seite mal noch empfehlen, die offizielle Angular-Seite. Da kann man zu der Version, die in Umbraco auch benutzt wird, das ist die aktuell die 1.1.5, da kann man sich alle Funktionen anzeigen lassen, die in dieser Version überhaupt funktionieren. Das heißt, wenn man mal wirklich irgendwo hängt und ist sich nicht mehr sicher, funktioniert das eigentlich mit dem Angular oder benutze ich da gerade was es zu 1.1.5 noch gar nicht gab, kann man hier mal nachgucken oder vielleicht auch neue Funktionen kennenlernen. Das hat mir sehr viel Zeit erspart und sehr viel geholfen. Ja, bei meinem zweiten Großprojekt. Was mir auch bei Angular viel Zeit erspart hat, war der ng-inspector. Das ist so ein Chrome-Plugin. Gibt es, glaube ich, auch für Firefox. Und das hilft sehr, mit Angular Fehler zu finden. Da kann man jetzt zum Beispiel sehen, hat mein Objekt Daten, ist mein Array gefüllt, was steht wann in meiner Variable drin. Und das kann halt alles anzeigen. Hier habe ich jetzt mal die Startseite von Umbraco genommen, den Login-Screen, weil ich da wusste, da gibt es viel Angular. Und da sehen wir, welche Variablen werden hier benutzt und was steht drin. Es ist ein sehr gutes Tool wirklich, um hauptsächlich zum Debuggen. Und gerade mit Angular ist das oft ein Problem und das rettet echt Leben. Mein letzter Tipp ist die Seite Pexels. Wenn man mal privat eine Seite machen will, einfach um zu lernen. Gerade als Entwickler hat man ja sowieso nicht so den Touch für das Design, also viele. Und was macht eine Seite am schönsten? Das sind oft große, gute Bilder. Und auf Pexels findet man kostenlose Bilder, die ähnlich wie Shutterstock. Nun kann man hier die Bilder kostenlos verwenden. Wenn man mal nichts finden sollte, unten an der Seite, wenn man was sucht, werden dann auch Shutterstock-Fotos angezeigt, falls man dann eins kaufen möchte. Ja, so viel dazu. Noch ein Tipp, die Suche ist komplett auf Englisch. Das sollte man wissen, bevor man anfängt zu suchen. Ja, das war's dann von meinen Tipps. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir machen jetzt noch eine kleine Fragenrunde, falls jemand von Ihnen jetzt noch ein paar Fragen an uns hat. Wir stehen jetzt gerne zur Verfügung. Ja. Das war's. So, irgendjemand noch irgendwas, was er zum Einstieg wissen wollte oder Erfahrungsschatz abrufen? Irgendwelche Themen, die unklar waren oder Formulierungen, die vielleicht etwas missverständlich waren? Gut, dann würde ich sagen, wenn noch irgendwas spontan einfallen sollte, wir sind ja noch den ganzen Tag hier, wir können gerne ins Gespräch kommen, falls noch irgendwo was gefragt werden soll zu Umbraco oder unsere Erfahrung damit. Ansonsten wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch viel Spaß auf dem Festival.